Sonne, die geht auf, na toll. Sie gibt uns nicht nur Licht, du weißt. Mein Name ist Eberhard Oehler, bin jetzt seit 29 Jahren Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen. Und wenn man 29 Jahre hört, ist klar, allzu lang kann es niemand gehen. Und meine berufliche Laufbahn hier bei den Stadtwerken endet am 31. Januar, dann werde ich zumindest offiziell das Unternehmen verlassen. Also wir haben hier bei uns sowohl auf dem Garagendach der Kfz-Halle als auch auf dem Dach unserer Werkstätten haben wir PV-Anlagen installiert. Allerdings die auf dem Dach der Garage, die ist nicht von uns gebaut worden, sondern von der Bürgerenergiegenossenschaft. Die Bürgerenergiegenossenschaft bündelt Einzelinteressen von Ettlinger Bürgern, weil nicht jeder hat die Option, ein Dach mit Solarpanelen zu belegen. Und das ist dann die Arbeit und die Aufgabe, die die Bürgerenergiegenossenschaft übernimmt. Das ist in den letzten Jahren der Bürgerenergiegenossenschaft sehr gut gelungen. Und ich halte auch ein Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien über Energiegenossenschaften für einen der ganz, ganz wichtigen Wege. Wir haben jetzt Photovoltaikanlagen seit etwa 20 Jahren. Die ersten laufen jetzt aus der Förderung aus. Und in diesen 20 Jahren sind in Ettlingen 1100 private Photovoltaikanlagen entstanden. Das ist schon ein sehr, sehr stolzer Wert. Also da muss man sagen, das Thema Photovoltaik ist durchaus in der Bevölkerung angekommen. Was mich aber besonders überrascht ist, dass obwohl diese Anreize ja nicht mehr in der bisherigen Form ausgezahlt werden, wir haben alleine dieses Jahr einen Zuwachs von über 100 Anlagen, obwohl die Förderung deutlich zurückgegangen ist. Man muss etwas tun für die Energiewende, für den Klimawandel. Das ist da. Und da kann man nur auch als Vertreter eines Energieversorgungsunternehmens sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Was man sicherlich auch bedenken muss, wenn man von 20% genutzter Fläche in Deutschland ausgeht, PV ist leider immer noch überwiegend ein Thema für das Ein- und Zweifamilienhaus, also für die Hauseigentümer. Wir haben natürlich auch eine ganz große Anzahl von Flächen im Mietwohnungsbau, im Geschosswohnungsbau. Da könnte ich mir vorstellen, dass dort auch die Bundesregierung Handlungsbedarf hat, um auf Dachflächen vom Geschosswohnungsbau hier Flächen zu generieren, die momentan ungenutzt sind. Großes Potenzial sehe ich natürlich auch im Bereich der Gewerbeflächen. Gewerbliche Dachflächen, da gibt es ein Riesenpotenzial. Photovoltaik sehe ich im Gesamtpuzzle zum Klimawandel, zur Energiewende als einen wesentlichen Puzzlebestandteil. Aber es ist nicht der einzige Puzzlebestandteil. Ich hatte es schon erwähnt, das Thema Solarthermie, das Thema biogene Brennstoffe, aber auch das Thema Energiesparen, das Thema eigenes Konsumverhalten, das letzten Endes ein Bild der Energiewende abgeben soll, besteht aus vielen Teilen. Und ich halte es für nicht richtig, wenn man sich einseitig auf eines dieser Puzzleteile konzentriert.